besser sehen, genauer hören, mehr fühlen? Matthias nimmt Bodyhacks unter die Lupe. Was können Hightech-Linsen fürs Auge? Wie verändert künstliche Intelligenz im Ohr unser Hören? Und bekommen wir wirklich einen sechsten Sinn dank einem Chip auf der Brust? Fangen wir gleich mal mit dieser verrückten Idee an. Im Internet kursieren Videos davon. Menschen lassen sich mit Piercings einen Chip auf der Brust befestigen. Das Ganze nennt sich North Sense, also Nordsinn. Das Gerät fängt immer dann an zu vibrieren, wenn man seinen Körper nach Norden ausrichtet. Die Grundidee stammt aus dem Tierreich. Mit einer Art Magnetsinn richten sich viele Tierarten im Magnetfeld der Erde aus und orientieren sich so. Aber wozu beim Menschen? Wo Norden ist, lässt sich doch auch viel einfacher herausfinden. Matthias kontaktiert den Erfinder des North Sense. Livio Babitz lebt in London und arbeitet seit vielen Jahren an der künstlichen Sinneserweiterung. Warum brauche ich denn das North Sense? Wenn ich wissen will, wo der Norden ist, dann nehme ich einfach einen Kompass oder mein Smartphone. Was bringt mir Ihr Gerät denn zusätzlich? Anders als einen Kompass nutzen wir Sinne permanent. Lebenserfahrungen legen sich verbunden mit dem North Sense ganz anders in deinen Erinnerungen ab. Sie verbinden sich mit Himmelsrichtungen. Mit dem Nordensinn sollen wir uns also nicht nur orientieren, sondern ein neues Gefühl der Verbundenheit mit der Erde entwickeln. Aber Erfinder Babitz sieht den North Sense Chip nur als ersten Versuch, produziert ihn nicht weiter, sondern bringt noch in diesem Jahr einen Nachfolger auf den Markt, der mehr können soll. Ein Armband namens Sentero. Es kann in verschiedenen Frequenzen brummen und zeigt nicht nur Norden an, sondern auch die Richtung zu bestimmten Personen, mit denen man verknüpft sein möchte. Man kann den Herzschlag von Personen fühlen oder auch haptische Reaktionen wie Freude oder Trauer aussenden. Gleich weiter zu unserem Sehsinn. Wie viel Technik bringt die Zukunft für ihn und was geht jetzt schon? Das so ziemlich ehrgeizigste Projekt dazu nennt sich Mojo Lens. Eine Art Kontaktlinse auf dem Auge, in das amerikanische Investoren schon zig Millionen reingesteckt haben. In der Linse ist winzige Computertechnologie verbaut. Sie kann sowohl übertragen, was das Auge sieht, aber genauso gut Daten empfangen, die zum Beispiel vom Handy an die Linse verschickt werden. Die Linse erfasst alles Sichtbare, blendet Informationen dazu ein, stört aber beim Sehen nicht, weil sie so nah am Auge sitzt. Sie kann Sehbehinderten die Umgebung zeigen und Personen erkennen und vorstellen, zum Beispiel ihren Beruf oder ihre Hobbys. Das ist schon irgendwie spooky. Ich weiß alles über meinen Gegenüber und der weiß nicht, dass ich es weiß. Der sieht ja nicht, dass ich diese Linse im Auge habe. Von der Mojo Lens gibt es bislang nur Prototypen. Bis sie marktreif ist, braucht es noch ein paar Jahre. Aber wie sich die neue Linsentechnologie mit unserem Körper verbinden kann, zeigt schon jetzt die Medizin. Es gibt noch was viel Krasseres, eine Linse, die ins Auge implantiert wird. Und die gibt es jetzt schon. Im Münchner Augenzentrum will Matthias dabei sein, um zu sehen, wie die bislang wenig bekannte Technik angewendet wird. Matthias trifft sich mit Birgit Albrecht. Sie will heute mit einem Schlag ihre Brille überflüssig machen und eine Linse in jedes Auge bauen lassen. Im Vergleich zum bekannteren Augenlasern gilt das Verfahren als wesentlich präziser und ungefährlicher. Obwohl ein Schnitt ins Auge gemacht und etwas darin eingesetzt wird? Für Matthias kaum vorstellbar. Ja, also ich bin schon aufgeregt, aber ich habe mir das natürlich gut überlegt, habe die Vor- und Nachteile eben mir angeschaut und habe dann entschlossen, es zu machen. Genau. Birgit hat erfahren, dass ihre künstliche Linse hinter die Iris ihres Auges gesetzt wird. Unmittelbar vor ihre natürliche Augenlinse. Jetzt gilt es. Noch ein paar Augentropfen für Birgit. Kurz darauf gibt's eine kleine Narkose. Matthias ist fast aufgeregter als die Patientin selbst. Birgit, toi toi toi, ne? Ich bin bei dir. Während Birgits Narkose zu wirken beginnt, hat Matthias Zeit, den behandelnden Arzt zu fragen. Dr. Amir Parasta führt diese Operation 1500 Mal im Jahr durch. Erst seit kurzem ist sie für alle Altersstufen ab 18 freigegeben.
Jetzt mal rein theoretisch, wenn Sie mal keinen guten Tag haben, vielleicht ein bisschen unruhige Hand und Sie verschneiden sich ein bisschen, ist das nicht sehr gefährlich? Der Zugang, den wir an Hornhaut dran setzen, da guckt kein Mensch durch. Das heißt, wenn ich sogar einen schlechten Tag habe und mein Schnitt etwas unregelmäßig ist, dann dauert es zwar mit der Heilung vielleicht ein, zwei Tage länger und macht ein bisschen Kratzgefühl, aber für das Sehergebnis spielt es überhaupt keine Rolle. Dr. Paraster wird die bewegliche Kunstlinse von der Seite in Birgits Auge schieben, sie aufklappen und in Position bringen. Birgits Eingriff soll rund 5 Minuten pro Auge dauern. Matthias kann kaum hinsehen. Was wird Birgit unmittelbar danach sehen? Matthias ist sehr gespannt. Aber weil es noch etwas dauert, bis sie wieder aufwacht, schauen wir noch kurz auf unseren Hörsinn und was die neueste Technik damit machen kann. Dieses kleine Gerät hier soll unser Hören revolutionieren, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Es geht um schwierige Hörsituationen. Wie oft haben wir Probleme, uns bei Stadtlärm zu unterhalten oder würden gern Umgebungskrach ausblenden? Professor Steffen Kreikemeier zeigt Matthias im Akustiklabor der Hochschule Aalen, wie gut das neueste Hörgeräte können. Die vielen Lautsprecher rundherum geben unterschiedliche unangenehme Geräusche aus. Aber auch eine Stimme. Nach Sizilien bekam ich Lust, den Berg Etna zu. Das Hörgerät mit künstlicher Intelligenz kommt an einen Kunstkopf. Und einen Raum weiter lässt sich hören, was es mit dem Geräuschewirrwarr macht, wie gut gefiltert also sein Träger die Geräusche hört. Hier der Vergleich. Der Originallärm. Eines Morgens reiste ich früh aus einer am Fuße des Berges gelegenen Hütte ab. Und das macht das Hörgerät daraus. Dahin stieß mir nichts Merkwürdiges auf. Eines Morgens reiste ich früh aus einer am Fuße des Berges gelegenen Hütte ab. Fest entschlossen. Also wenn man ganz genau hinhört, hört man noch leicht die Baustelle, hört so ein bisschen die Autos, aber viel, 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 viel leiser. Und den Sprecher höre ich gut. Ja. Das Gerät erkennt dank künstlicher Intelligenz die verschiedenen Geräusche, trennt sie, gleicht sie mit einer Datenbank ab und schlägt automatisch vor, wie der gesamte Klangmix am besten klingt. So werden in ungünstigen Lärmsituationen, wie hier an einer befahrenen Bundesstraße, Gespräche bequem möglich, die sonst viel mühsamer wären. Noch dient die Technik vor allem Hörgeschädigten, aber sie bekommt immer mehr Fähigkeiten. Wie Handy-Kopfhörer verbinden sich neue Hörgeräte mit Apps. Zum Musikhören, Telefonieren, für Sprachübersetzung und vieles mehr. Der Knopf im Ohr könnte bald noch ein größerer Teil unseres Alltags werden. Zurück bei Birgit und den Linsenimplantaten in ihrem Auge. Gerade wacht sie von der OP auf. Wie fühlt sich dein Auge jetzt an? Spürst du, dass da was war? Eigentlich spüre ich da jetzt die Linsen oder sowas, spüre ich jetzt nicht. Es ist immer noch sehr verschwommen, weil ja. Da ja jetzt so viele Tropfen und sowas drin sind. Ja. Genau, also sehen tue ich jetzt alles ein bisschen verschwommen. Das ist normal. Matthias trifft Birgit 3 Tage später wieder. Der Schleier vor den Augen ist weg. Ja, wie war es denn dann am nächsten Tag nach der OP? Wie ging das weiter mit deinen Augen? Ja, ich war am nächsten Vormittag dann in der Arztpraxis und hatte ja immer noch die Plexiglasscheiben vor den Augen. Und die wurden mir dann eben abgenommen. Und dann habe ich eigentlich sofort gut gesehen. Also wir haben dann gleich einen Sehtest gemacht und war sofort einwandfrei. Brille ade. Und sollte sich Birgits Sehstärke mal verschlechtern, kann sie die Implantatlinse einfach austauschen. Einziger Wermutstropfen. Mit 2.000 bis 3.000 Euro pro Auge ist das Verfahren nicht gerade billig. Dank neuester Technik mehr sehen, genauer hören, mehr fühlen. Das ist bald für viele machbar. Von wegen Cyborg-Utopie.